Ich mach so. Guten Morgen. Ich bin heute ungefähr eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so zu früh aufgewacht, weil die ganze Zeit in unserem Zimmer da so scheiß Fliegen rumgeflogen sind. Also das Schlafzimmer ist ja eigentlich da oben, aber ja, es ist ein bisschen ordentlich, aber das macht nichts. Wir schlafen hier auf so einer Schlafcouch, weil die momentan nur ein Apartment frei hatten und nicht zwei. Aber, Maya, heute ziehen wir um. Heute ziehen wir nach da drüben. Aber was ich sagen wollte, war, dass hier die ganze Zeit diese scheiß Fliege da rumgeflogen ist. Jetzt ist die weggeflogen, ich glaub's nicht. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt. Jetzt soll ich deinen Rücken. Bruh. Als ob du jetzt eine Insta-Story gemacht hast, wie ich hier vlogge. Ja, ich hätte das lustig. Du siehst ein bisschen lustig aus. Also, dass du mal wieder die Fliege suchst. Jedenfalls, heute geht's auf einen Klettersteig. Wir klettern 300 Meter an einer steilen Felswand hoch. Ja, und eigentlich ist es lebensmüde. Also, wir fallen eigentlich. Ja, wir fallen eigentlich so zu, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit fallen wir da runter. Ja, und kommen nicht wieder lebend. Ja. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich der letzte Vlog. Guck mal, ich wollte heute Morgen, das war hier so zu, und ich wollte das aufmachen, habe aber nicht gesehen, dass es zwei sind und habe hier so, also eigentlich war das hier halt dran. Ich habe das so in die Richtung gezogen, habe gesehen, dass es nicht geht, habe es dann in die Richtung gezogen, ging auch nicht. Dann habe ich einfach hier diese Kugel abgemacht, das Ding rausgemacht und es dann hier so rübergeschoben. Weil ich nicht gepeilt habe, dass das eigentlich zwei sind. Ich mache jetzt wirklich Schwing-Tutorial. Hallihallo, meine Lieben! Du musst die Hand so dahinter halten. Mach mal, damit der Autofokus ist. Ja. Wenn ich Licht anmachen, dann haben wir hier auch bessere Belichtung. Geiler Lichtschalter auch an der Stelle. Aha, was machst du jetzt? Wir sind Strichhüter. Jetzt habe ich mich vermalt. Nein. Achso, ich habe dir gar nicht gezeigt, was für ein wundervolles Produkt ich jetzt benutze. Was ist jetzt Mascara? Ja. Der zweite Schritt, mal habe ich eine Schminkroutine. Der Blick ist sehr stark. Ich kann sie konzentrieren. Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Besser als die, den Sofa kriechen. So was gibt's auch. Spannende Sache hier auf jeden Fall. So, dann hätten wir Station Nummer 2 erledigt. Und was kommt jetzt? Dann wird doch korrigiert und dann sind wir fertig. Ich habe gestern übrigens nochmal probiert, dieses Ding hier zu benutzen, aber das fällt halt echt einfach instant raus. Wenn ich dann meine Kamera raufsetze, kippt die einfach instant zur Seite. Was halt ein bisschen mau ist, deswegen habe ich überlegt, ob ich hier einfach Klebeband rum mache. Und deswegen fragen wir gleich mal, ob unser Tourguide da Klebeband für hat. Die beiden da wollten so überstürzt los, dass ich nicht mal Zeit hatte, meine Schuhe zuzumachen. Schlimm. Schlimm. Nur weil ich immer so lange brauche. Ja, ja, well, well. Wer muss sich dann immer morgens schminken? Wer muss den Scheiß auch noch filmen? Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal zum Frühstück. Damit ich meinen Tripod hier wieder benutzen kann, haben wir einfach überlegt, dass wir das jetzt da rankleben mit Gaffer-Tape. Und das werden wir jetzt versuchen. Lifehacks mit Leaks. Ich hoffe, das hält jetzt. Sollte eigentlich.
einstündige Autofahrt sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo wir loslaufen zum Klettersteig. Und das Panorama ist schon richtig heftig. Und unten waren noch ganz entspannt 23 Grad. Also es war richtig warm. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich eine lange Hose angezogen habe. Hier oben sind es einfach nur noch 13. Es sind 10 Grad kälter. Und jetzt friere ich ein bisschen. Oh, you say her name. Und da wird es auch mal wieder Zeit für ein Voice-Over von mir, denn wir gehen jetzt gleich auf den Klettersteig und ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, davor zu vloggen, weil alle eh schon pissig auf uns waren, dass wir zwischendrin immer wieder angehalten haben, um ein bisschen was zu filmen oder Fotos zu machen oder so. Die anderen sind ganz schön weit vorgestratzt und dementsprechend mussten wir dann ein bisschen aufholen und ich hatte keine Zeit mehr zu vloggen, wie auch immer. Wir gehen gleich auf den Klettersteig, den seht ihr jetzt hier. Ich weiß, der ist ein bisschen schwer zu sehen, aber es ist genau diese schmale Linie hier. Da klettern wir gleich hoch und es sieht relativ steil aus. War es auch. Bis ganz oben hoch auf den Berg. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden haben wir gebraucht, um da hochzukommen. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das erste, was wir gemacht haben, ist, als wir da unten angekommen sind, in dem Schnee da, unser Tourguide und ein paar andere da Stufen reingebuddelt. Weil da waren halt, der Schnee war halt ultra rutschig. Es war halt relativ warm. Trotzdem lag da noch Schnee da oben. Und wenn man da aber abgerutscht wäre, dann wäre man ganz, ganz, ganz weit unten gelandet. Irgendwo im Tal oder so. Da. Also den Schnee runter kam halt dann so eine Schlucht, wo man dann eben gelandet wäre. Wäre nicht so nice gewesen. Ja, über die Stufen sind wir dann da hoch und dann ging es auch schon los mit Klettern. Wir waren immer dauerhaft gesichert an 2 Karabinern mindestens. Trotzdem war es nicht ungefährlich. Es kam ein paar Mal vor, dass da Steine runterkamen. Einmal hat jemand die sogar ins Gesicht, ich glaube an die Wange gekriegt und hat es ein bisschen geblutet und so. Und es war unglaublich Überwindung, die ganze Zeit so diese Abgründe da unter sich zu haben und zu klettern. Und es war einfach nur heftig. So dieses Gefühl, in 400 Metern Höhe zu schweben und ich habe mich dann noch einmal so rausgelehnt. Oh, das war einfach unbeschreiblich, dieses Gefühl. Ja, ich hoffe, ich kann euch das mit den B-Roll-Sequenzen oder A-Roll-Sequenzen, Shoutout an Nils, die jetzt gleich kommen werden, ein bisschen zeigen und wünsche euch ganz viel Spaß. Die sind absolut lit. Friend Street, August 14th, Soho Bar, Speakeasy. It's you and me and I'm feeling free. Gott, wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Direkt hinter uns hier geht es einfach 600 Meter straight nach unten. Und genau da sind wir hochgeklettert. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss. Mir ist immer noch unwohl hier oben. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass irgendwer runterfällt oder so. Oh, aber das Gefühl hier oben anzukommen war heftig, oder? Ja. Gerade wieder unten angekommen. Jetzt geht es da ins Auto und dann wieder nach Hause. War es ein heftiger Trip, oder? Ja. War auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Jetzt, wo ich weiß, was auf uns zukommt. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle auch einfach schon verabschieden. Und einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.